Das 3D-Modell. Im letzten Film haben wir besprochen, wie wir Informationen an unser Modell hinterlegen. In dem Film will ich nun zeigen, wie ich schnell ein 3D-Modell erzeuge, ausgehend von den unterschiedlichsten Objekttypen. Auch hier beginnen wir wieder mit unserem IFC-Dialog. Im letzten Video haben wir die ersten zwei Reiter, Attribute und das Material, besprochen. In dem Video konzentrieren wir uns auf die hinteren Reiter, einerseits den Export, also der Erstellung des 3D des BIM-Modells, andererseits die Grafik. Der Reiter Grafik passt sich dem jeweiligen Objekttyp an, das heißt, er sieht beim Block anders aus wie bei der Fläche. Beim Block, da ordne ich hier einfach einen 3D-Block zu. Hier unten haben wir einen, da reicht es, wenn ich einen Layer hinterlege. Oder aber den Layer nehme, auf dem der Block liegt. Ähnlich ist es beim Volumen. Beim Volumen kann ich neben den Layer noch eine Farbe hinterlegen, aber auch hier kommt ja schon ein 3D-Modell in unserem Quick Manager an. Das heißt, auch hier markiere ich einfach das Objekt und ordne es in den Quickmassen zu. Anders verhält sich es bei den Flächen. So wie bei den linearen Objekten. Beginnen wollen wir mit den Flächen. Ich habe hier zwei Unterordner angelegt, einerseits den Belag, andererseits den Schichtaufbau. Beginnen will ich mit dem Belag. Das heißt, ich habe dann hier in meinem Grafikreiter die Möglichkeit, eine Schichtstärke zu hinterlegen. Das heißt, ich hätte hier das Minus, damit es nach unten abgetragen wird, ganz gerne eine Schichtstärke über den Belag von 60 cm. Auch hier kann ich einen Layer und eine Farbe hinterlegen und übernehme diese Änderung. Ich wähle mir das gewünschte Objekt, ordne es zu, gehe auf das Objekt und erstelle mir mein 3D-Modell. Die 3D-Abwicklung der Triangulation mit einer Dicke von 60 cm. Ganz ähnlich verhält es sich bei Objekten, die ich über einen Schichtaufbau definieren will. Das heißt, hier, wenn ich auf Schichtaufbau gehe, hinterlege ich nicht in der Grafik irgendeine Dicke, sondern öffne mir das Dialogfeld Schichtaufbau, suche mir den gewünschten Schichtaufbau, ich mache sie übers Betonpflaster, ich habe hier mein Pflaster auf dem Split, auf dem Schotter, auf dem Frostschutz, übernehme die Änderungen. Und arbeite dann mit einer Dicke von 50 cm, die automatisch hier abgetragen wird. Auch hier kann ich Layer und Farbe hinterlegen. Ansonsten ist das weitere Vorgehen genau gleich. Ich wähle mir das Objekt, ordne es der gewünschten Struktur zu und erstelle dann über den Export mein BIM-Modell. Im Gegensatz zur einfachen Hinterlegung einer Dicke werden hier die einzelnen Schichten dargestellt. Ich habe hier im oberen Bereich mein Pflaster, darunter mein Split, darunter mein Schotter in der jeweilig voreingestellten Dicke und ganz unten mein Frostschutz. Kommen wir zu den linearen Objekten. Auch hier habe ich zwei Möglichkeiten zur Erstellung des 3D des BIM-Modells. Einerseits kann ich mir mein Profil in der Zeichnung selber zeichnen, über Profil erstellen. Andererseits kann ich mir das Profil auch aus dem Profilmanager übertragen. Beginnen will ich mit dem Profil erstellen. Das heißt, ich gehe hier auf Profil erstellen, zoome mich zu meinem gewünschten Objekt, definiere die Außenkante, definiere einen Einfüge, einen Basispunkt, definiere eventuelle Aussparungen und bestätige das mit OK. Man sieht hier das fertige Profil. Ich übernehme diese Änderung. Auch hier kann ich natürlich wieder Farben hinterlegen, um denn dann dieses Profil an ein lineares Objekt, sei es 2D, sei es 3D, zu hinterlegen. Das heißt, ich wähle mir meine Linie, meine 2D-Linie in dem Fall aus. Ordne sie zu und wechsle wieder auf den Reiter Export und erzeuge auch hierüber meine Geometrie. Im letzten Fall
wechsle ich auf den Ordner Profil, gehe hier nochmal auf die Grafik und sage, hier hätte ich ganz gerne das Profil aus dem Profilmanager übertragen. Es gibt ein extra Video über die Funktionsweise des Profilmanagers. Hier nur so viel, ich kann Profile hinterlegen, die ich mir dann anklicken kann und an meine Quickmassen, an meinen IFC-Dialog übergeben kann. In dem Fall habe ich hier mein Betonboard samt dem Fundament als Profil hinterlegt und übernommen. Ich übernehme diese Änderungen, wähle mir das gewünschte Objekt. Und erstelle mir auch hier mein BIM-Modell. Werfen wir einen Blick drauf. Einerseits hier mein Rohr. Andererseits aber auch hier mein Board. Das heißt, ich kann entweder einzelne Modelle erstellen. Ich kann natürlich auch das gesamte Modell auf einmal erstellen lassen, indem dass ich auf dem obersten Reiter mein BIM-Modell erzeuge. Man sieht, wie er im Hintergrund das Modell aufbaut. Und ich kann nun nicht mehr nur 2D, sondern modellbasiert arbeiten. Ich wünsche viel Spaß beim Ausprobieren.